diesem Video zeigen wir dir den bekannten Weihnachtssong Jingle Bells für die Akustikgitarre. Du findest diesen Song sowie weitere unverkennbare Weihnachtssongs in unserem neuen Christmas Song Collection Kurs. Das Stück, was wir uns heute anschauen, das klingt folgendermaßen. Viel Spaß! Ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir starten mit einem kleinen Intro. Und zwar haben wir jetzt hier eigentlich den ganzen Song über die gleiche Position, die wir hier mit der Greifhand einhalten müssen. Wir starten hier im vierten Bund auf der G-Seite mit dem Zeigefinger und spielen den mit der Schlaghand, mit dem Plektrum, mit einem Downstroke an. Dann spielen wir auf der vierten Zählzeit den fünften Bund auf der B-Seite. Den greifen wir hier mit dem Mittelfinger und gehen wieder zurück in den vierten, in Takt 2. Dann greifen wir hier auf der vierten Zählzeit den fünften Bund. Und dann in Takt 3 spielen wir auf der 1 den vierten Bund und auf der 3, also auf der dritten Zählzeit, den fünften Bund. Und dann in Takt 4 spielen wir hier mit dem kleinen Finger den 7., dann wieder den 5., den 4. und dann den 7. auf der D-Seite. Also einmal das ganze Intro. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, und dann geht es in die bekannte Hauptmelodie. Und auch hier starten wir im vierten Bund auf der G-Seite mit dem Zeigefinger. Und hier spielen wir also zwei Achtel und eine Viertel. Eins, zwei, drei, vier. Dann im nächsten Takt vier, sieben. Und hier jetzt an den Wechselschlag denken, also in der Schlaghand spielen wir abwechselnd down und Upstroke, 4, 7, dann auf der D-Seite, 5, 7, greifen wir jetzt hier am besten mit dem Mittelfinger und dem kleinen Finger, einfach damit jeder Finger immer im selben Bund bleibt. Also 5, 7, vierte Bund G-Seite. Ja, dann geht es weiter in den nächsten Takt. Wir spielen hier den fünften Bund, fünfmal an, dann dreimal den vierten und dann in Takt 8 wieder 4, dann zweimal den siebten Bund auf der D-Seite, wieder den vierten auf der G-Seite, siebte D-Seite und siebte G-Seite. Also einmal ab Takt 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Okay, einmal die ganze Zeile. Ja, in der nächsten Zeile wiederholen sich jetzt die ersten drei Takte. Also bis Takt 11 spiele ich dir das Ganze nochmal vor. Dann in Takt 12 haben wir ein etwas anderes Ende. Ich bin jetzt hier zweimal den 7. auf der G-Seite. Dann den 5. mit dem Mittelfinger, 7. Bund D-Seite und 5. Bund D-Seite. Also einmal in Verbindung mit Takt 11. Ja, und dann geht es in den nächsten Part, in den Strophenteil sozusagen. Hier müssen wir jetzt den 5. Bund auf der A-Seite spielen und jetzt überspringen wir die D-Seite und greifen direkt danach den 4. Bund auf der G-Seite. Und dann geht es auf die D-Seite. Hier spielen wir 7, 5 und jetzt hier ist es ein bisschen tricky. Hier musst du den Mittelfinger einmal so umknicken. Also von der D-Seite 5. Bund, einmal auf die A-Seite im 5. den Mittelfinger umknicken. Genau, dann haben wir jetzt hier 16. Also die spielen wir schneller an. Und landen dann wieder im 5. Bund, in Takt 14. Wir spielen wieder 5, 4. Bund G-Seite, 7, 5 auf der D-Seite und 7. Bund A-Seite. Also einmal beide Takte zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann in Takt 15 spielen wir wieder den 7. Bund auf der A-Seite an. Spielen dann auf der G-Seite 5, 4. D-Seite 7, 4. Also. Und dann in Takt 16 auf der G-Seite 7. 5, 7. Bund D-Seite und 4. Bund G-Seite. Okay, einmal die beiden Takte zusammen, Takt 15 und 16. Okay, kommen wir in die nächste Zeile. Hier sind jetzt wieder die ersten beiden Takte gleich. Nur dass wir jetzt hier auf der 4 und nochmal den 7. Bund anspielen, in Takt 19, den 7. Bund, überspringen die D-Seite wieder und auf der G-Seite dann 5, 4, D-Seite 7. Bund und auf der G-Seite dann den 7. Bund. Also und in Takt 20 dann 5. Bund, B-Seite, G-Seite 7, 5. Und auch auf der D-Seite 7, 5. Einmal die ganze Zeile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann haben wir jetzt hier ein Wiederholungszeichen. Das heißt, wir springen von da wieder zum 5. Takt und spielen ab da dann wieder das Ganze durch. Also wir wiederholen den ganzen Teil. Und wenn wir dann wieder in Takt 20 angekommen sind, gehen wir weiter. Und dann spielen wir nochmal die Hauptmelodie. Und die spiele ich dir direkt nochmal vor. Das ist dasselbe, was wir schon mal hatten. Also einmal ab Takt 21. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann im allerletzten Takt, im Takt 29, spielen wir einmal nochmal den 5. Bund an.
und sliden dann aus dem Ton heraus. Also wir spielen den Ton an, halten den Ton gedrückt und gehen dann mit dem Finger einmal Richtung Kopfplatte und beenden dann somit den Song. Ja, wir hoffen, dass dir das Arrangement gefällt und du es schnell nachspielen kannst und vielleicht schon deiner Familie und deinen Freunden vorspielen kannst. Weitere coole Weihnachtssongs findest du in unserem neuen Christmas Song Collection Kurs. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.